Bier von uns Brauern mit Leib und Seele schmeckt so, dass man ein zweites trinken will. Und natürlich schmeckt man daraus, dass es lange gelagert ist. Es schmeckt angenehm frisch, macht Lust auf mehr, Lust aufs zweite Bier. Die Brauerei mit Leib und Seele steht schon seit Jahrzehnten für Nachhaltigkeit und für regionale Produkte. Wir haben fünf Werte und an diese fünf Werte halten sich alle. Und einer der Werte ist eben, dass wir eine Biervielfalt haben und eine Bierkultur fördern und erhalten. Und die Biervielfalt heißt eben, wir haben nicht nur zwei oder drei Sorten im Sortiment, sondern mindestens 10 bis 20, sodass für jeden Geschmack von jedem Biertrinker auch was dabei ist. Das Tolle am Bierbrauen ist, dass man aus nur 4 Zutaten so viel unterschiedliche Biere und Produkte herstellen kann, die alle ganz, ganz unterschiedlich sind. Dass man da so kreativ sein kann. Die Brauer mit Leib und Seele brauen insofern anders als die anderen Brauereien, dass wir in manchen Dingen mehr an traditionelleren Werten festhalten, was auch dann die technologischen Schritte in der Brauerei betrifft. Man kann Bier mit hoher Temperatur vergären und kann es dann in einer Woche auf den Markt werfen. Man kann aber auch mit einer niedrigeren Temperatur vergären und lagern. Und dann braucht das Bier halt 4 bis 6 Wochen. Die Brauer mit Leib und Seele sind so einzigartig, weil wir uns untereinander so austauschen können und weil wir so eine schöne Gemeinschaft sind. Wir sehen das Bier als Genussmittel und es transportiert unheimlich viel Emotionen. Es macht wahnsinnig Spaß, auch in dieser Bierbranche tätig zu sein. Wir sind alle Inhaber geführte Familienbrauerei. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Familie dahinter steht, dass wir alle auch diese Verantwortung empfinden, dass Generationen vor uns in den einzelnen Brauereien einfach schon einen Betrieb aufgebaut haben und wir alle den Wunsch haben, auch die Verantwortung, das in die nächste Generation weiterzuführen. Weizenbieranstich, da treffen sich alle Brauer mit Leib und Seele im turnusmäßigen Wechsel, immer beim anderen Kollegen. Und dort bringt dann jeder Kollege sein Bier mit und es wird dann gemeinsam angestochen und so haben die Bürger der Gemeinde dann die Möglichkeit, sämtliche Biere zu verkosten. Also bei uns waren innerhalb von 20 Minuten 8 Fässer leer. Also war der Andrang sehr riesig und die freuen sich alle drauf und sagen sogar, das könntest du jedes Jahr machen. Also der Profit der Brauer mit Leib und Seele sehe ich ganz stark im Austausch untereinander, in der Kommunikation. Wir machen die gemeinsame Verkostung und es ist ganz spannend, die Ergebnisse auch des eigenen Bier zu finden. Und man optimiert oder versucht dann auch immer wieder zu gucken, was kann man besser machen, wo hat man noch Chancen, was kann man ändern. Und so tut man sich immer wieder aus selbst testen. Und die Brauer mit Leib und Seele bieten da eine richtig tolle Plattform, tolle Biere auszutauschen. Und dann hat man einen ganz tollen Querschnitt, was man alles hat und optimiert dann immer wieder an sich selbst. Die Gründungsideen war sicherlich, dass wir zum einen die Biervielfalt auch in Baden-Württemberg deutlicher darstellen wollten, vor allem die Biervielfalt aus den kleinen und handwerklichen Brauereien. Bier braucht Charakter. Wir wollen kein Bier von der Stange machen. Wir wollen schon gar kein Allerweltsbier und wir wollen kein Fernsehbier. Sondern wir wollen echte, regional gebraute Biere aus regionalen Rohstoffen. Regional heißt bei uns Baden-Württemberg, also aus dem Ländle. Heute würde man sagen aus dem Land. Und das war damals eigentlich schon unser Anknüpfungspunkt, weil viele von uns das damals ja schon auch aktiv umgesetzt haben in ihren Brauhäusern. Und dazu kommt natürlich die handwerkliche Braukunst. Also das hat mich sehr gefreut, als ich da die Nachricht bekommen habe, jawohl, Genussbotschafter, dann denke ich mir, super. Und das bestätigt einen schon, dass das, was man macht, dass das eigentlich irgendwo richtig ist. Ja.